Fragen, die ich Ihnen stellen werde, dann auch weiterzugeben. Ich weiß, dass nicht die meisten von Ihnen die Möglichkeit haben werden, in Hockenheim dabei zu sein, auf ihn zuzugehen. Das Fahrerlager ist ja toll, eine Akkreditierung zu bekommen, ist nicht einfach. Das war auch Grund und Motivation von Michael Schumacher im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, Ihnen die Möglichkeit zu geben, hier dabei zu sein, einen schönen Tag zu verbringen. Und ich glaube, so wie es aussieht, es wird ein schöner Tag, Michael. Dem kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Im letzten Jahr haben wir einiges an Regen mitbekommen, in diesem Jahr haben wir ein bisschen mehr Glück. Ich nehme es mal in die Hand. Ja, das ist besser. Nein, nein, das geht nicht. Du musst leider hier reinsprechen, sonst haben die keinen Power. So eine Veranstaltung, meine Damen und Herren, ist natürlich nur möglich, wenn angehen. Also wir haben gut eine Stunde Zeit, Fragen zu stellen, Fragen zu richten an Michael Schumacher. Und ab 14 Uhr wird es dann ein Kartrennen geben, bei dem es, wie auch im letzten Jahr, eingestellt wird, Damon Hill angewiesen, langsam zu fahren. Kannst du das unterschreiben? Das ist eine Spekulation, die ich aus der Presse herausgelesen habe. Und ich muss da sagen, dass es bei einer Spekulation bleibt. Also diese Kühlprobleme, die man da beschreibt, die sind bei uns nicht vorhanden. Mein Grund eben in der Aufführungsrunde, das Tempo beizubehalten, war einfach der, die Reifen bei Temperatur und auch auf dem richtigen Druck zu halten, weil die Probleme kennen wir alle von Imola. Und da war eben mein Ansehen, da nicht nochmal eine Situation zu haben, das heißt nach dem Start zu niedrige Reifendrücke oder Reifentemperaturen zu haben, die uns dann Probleme machen. Gut. Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich auch nicht, dass das in der Art nicht geht. Gut, hinter deinem Verhalten stand eigentlich auch ein Sicherheitsaspekt. Man weiß als Profi, dass man natürlich eine gewisse Reifentemperatur braucht, um dann in den ersten Runden auch den nötigen Grip zu haben. Die Gefahr besteht einfach, wenn man mit kaltem Reifen. Das ist der Punkt, aber es ist eigentlich viel schlimmer. Und zwar sind die Reifen ja vorgeheizt vor dem Rennen, sind auf die richtige Temperatur vorgeheizt, die richtigen Reifendrücke. Und das Problem entsteht, wenn man zu langsam fährt, dann fallen diese Reifentemperaturen und Reifendrücke sehr schnell zusammen. Vor allen Dingen, wenn man an einem konstanten Stück, das heißt auf den Geraden, zu langsam fährt. Man kann sie aber auf der Normaltemperatur und auf den normalen Druck halten, indem man die Geschwindigkeit hochhält. Dadurch entsteht ein enormer Druck auf die Reifen und der wiederum hitzt sie auf. Die Frage, die mich interessiert ist, ist dein Verhalten von deinem Konkurrenten, dem man hier eigentlich regelgerecht? Und auf der anderen Seite die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Fahrer ein Problem hat während der Aufwärmrunde, leichte Aussetzung, er kann einfach nicht schneller und bleibt möglicherweise kurzfristig immer wieder stehen, das ganze Feld darf dann nicht überholen. Die Regel zum einen, also um auf die Regel zu sprechen zu kommen, muss man sagen, dass wenn jemand ein Problem hat, ein sehr deutliches Problem hat, dann darf er logischerweise nach einer gewissen Zeit, wenn man wirklich sieht, es ist ein Problem, ihn überholen. Und er darf dann auch nicht mehr zurück überholen. Das heißt, wenn er nicht bis hinter den Letzten zurückfällt. Und ein gutes Beispiel war jetzt am Wochenende bei einem Formel-3-Lauf in Diepholz. Dort ist ein Fahrer nicht gleich weggekommen. Man hat ihn überholt, das heißt die Hälfte vom Feld. Er war aber genau in der Mitte gestanden. Und unser Reglement sagt dann ganz deutlich, dass man wieder auf seinen Platz zurückfahren darf, weil die hinter ihm fahrenden hätten ihn auch nicht so schnell überholen dürfen. Aber okay, das ist Reglement. Zu der anderen Behauptung, dass Damon Hill dies extra gemacht hat. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass Damon Hill da auf eine Situation aus war, um mich in Bedrängnis zu bringen, weil wir eben diese Bedrängnis gar nicht hatten. Und von daher denke ich, er hat seinen Stil gehabt, die Aufwärmrunden zu fahren und ich habe halt einen anderen Stil. Ja, unterschiedliche Meinungen. Es gab Spekulationen darüber, dass es natürlich regen Funkkontakt gab zwischen Michael Schumacher und seiner Box. Mittlerweile ist aber erwiesen, man hat es ja kontrollieren können, dass es keine Aufforderung gab, für dich an die Box zu fahren. Es war sehr lustig. Ich habe in einer Pressemitteilung gelesen, in einer Zeitung, die geschrieben haben, dass sie unseren Funk kontrolliert hatten und feststellen konnten, dass wirklich unser Team mir nicht mehr mitgeteilt hat, als dass ich eine 5-Sekunden-Zeitstrafe habe und dementsprechend noch mehr Gas geben soll, um diese eben wieder rauszufahren. Aber es ist sehr lustig, dass eben die Presse schon die Möglichkeit hat, unseren Funk mitzuhören. In dieser Situation war es mit Sicherheit hilfreich, weil man dadurch erkannt hat, dass wir eben nicht versuchen, falsche Tatsachen vorzutäuschen, sondern wirklich bei der Wahrheit geblieben sind. Und ich hoffe, dass uns dies hilft,
mit Sicherheit, aber auf der anderen Seite heißt es eben doch, dass auch andere Teams dann eben unseren Funk mit abhören. Bleiben wir mal kurz zu den sportlichen Aktivitäten in Silverstone. Damon Hill war ja mit seinem Willen mächtig schnell unterwegs und das zeigt eigentlich, dass man sich sehr viel Gedanken gemacht hat um die Stärke des Benetton und man hat reagiert und das Auto war in einem Zustand, also der Williams war in einem Zustand, dir Paroli zu bieten und du warst dann mal auf Startplatz 2. Was war der Grund? Das ist leider Gottes richtig. Ich meine, Magnico hat sich schon angedeutet, dass Williams eben speziell im Qualifying mit diesem Qualifying-Motor vor uns war. Im Rennen haben wir uns dann behaupten können, aufgrund einer besseren Abstimmung, besseren Taktik. In Silverstone war dies leider nicht so möglich. Die taktischen Varianten waren nicht ganz so variabel, wie das in Magnico der Fall war. Von daher hatten wir eben in der Möglichkeit oder in der Hinsicht keine Möglichkeiten, die Williams auszuspielen. Von der Qualität des Autos muss man definitiv sagen, dass sie sich extrem verbessert hat. Das war logischerweise zu erwarten. Das ist das, was ich ja schon am Saisonbeginn vermutet habe, was sich jetzt auch bestätigt hat. Und wir werden einfach mit einer zunehmenden Konkurrenz kämpfen müssen und müssen einfach schauen, dass wir nicht hinterherfallen. Es ist mit Sicherheit auch ein bisschen streckenabhängig. Wenn man jetzt Monte Carlo nimmt, dann ist das eine Strecke, die unserem Auto sehr gut passt. Wenn man jetzt eine Strecke, leider Gottes, wie Hockenheim nimmt, dann ist es nicht unbedingt die Strecke, die zu unserem Autocharakter passt. Also da wird es mit uns mit Sicherheit noch viel, viel schwerer. Ja, du sprichst es an, Hockenheim. Hockenheim ist sicherlich eine der sehr schnellen Rennstrecken im Formel-1-Kalender. Und wir wollen uns vielleicht jetzt mal auf Hockenheim konzentrieren. Du kommst mit 72 Punkten nach Hockenheim, hast mittlerweile 6 Siege in der Tasche, zweimal bist du Zweiter geworden, also eine super Bilanz. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass du die Weltmeisterschaft gewinnen kannst. Hockenheim hat aber einige Besonderheiten. Es gibt sehr lange Geraden. Zum einen die Frage, ist diese Gerade noch zeitgemäß, in Anbetracht der Geschichten, die in diesem Jahr passiert sind? Also ich glaube, oder erstmal sollten wir die erste Darstellung klarstellen, und zwar, dass ich Weltmeister bin oder so gut wie Weltmeister bin. Ich glaube, davon ist noch nicht zu reden. Zum einen wissen wir, dass noch ein Verfahren aussteht. Zum anderen ist die Situation die, dass wir gerade mal in der Saisonhälfte sind. Und da kann noch sehr, sehr viel passieren bis zum Saisonende. Klar ist auch, dass wir einen sehr großen Vorsprung momentan haben. Aber wie gesagt, die Punkteverteilung ist sehr extrem in der Formel 1. Und da kann man auch sehr schnell vielleicht auch mal einen Ausfall haben oder sonst etwas und dadurch seinen Punktevorsprung verlieren. Ich möchte mit Sicherheit nichts schlimmer darstellen, wie es ist, aber man sollte auch auf die Situation hinweisen, die einem widerfahren können. Zum anderen, um auf Hockenheim zurückzukommen, die Strecke ist mit Sicherheit 100% zeitgemäß. Man darf hier nicht hingehen und die Geraden von Hockenheim mit Imola vergleichen, da der Charakter doch ganz, ganz anders ist. Ich meine, wir wissen, dass wir mit einem gewissen Risiko leben. Das heißt, wenn etwas Mechanisches vielleicht abbricht am Auto, dann ist das wie in jedem anderen Bereich, wie vielleicht auch im Pkw-Bereich, sieht es dann hin und wieder problematisch aus. Mit dem Risiko gehen wir alle ins Cockpit, aber wir haben eben dieses Vertrauen in die Ingenieure, in die Mechaniker, dass eben solche Sachen nicht passieren. Und es hat sich ja auch über die Jahre gezeigt, dass so etwas sehr, sehr, sehr selten passiert. Hockenheim hat aber wiederum den Charakter, und das ist eigentlich das Gute an Hockenheim, dass wir sehr lange Geraden haben und dadurch Überholmöglichkeiten haben. Es gibt sehr viele Strecken, die an Überholmöglichkeiten nicht sehr viele Situationen bieten und daher eben nicht sehr viel Spannung hineinbringen ins Rennen. Aber Hockenheim, glaube ich, durch diese langen Geraden, dass wir dort wieder sehr viele Überholmanöver sehen werden. Geraden haben einen großen Vorteil, für manche dann einen Nachteil, man wird seine Verfolger schlecht los, denn es gibt einen riesig langen Windschatten und man kann davon ausgehen, dass auch in Hockenheim jetzt bei diesem Formel 1 Lauf es wieder zu Windschattenschlachten kommt. Wer wird da wohl dein härtester Gegner sein? Oder ist deine Aerodynamik so gut, dass hinter dir kaum Windschatten entsteht? Nein, das ist nicht so, leider nicht so. Es entsteht hinter jedem Auto, das Abtrieb produziert, ein Windschatten. Und bei den Formel 1 Autos ist mit Sicherheit der Abtrieb gegenüber dem Widerstand sehr gering. Aber nichtsdestotrotz gibt es den Windschatten. Ich habe es ja eben schon angesprochen, dass der Charakter Hockenheim nicht unbedingt unserem Paket zugutekommt. Aber ich hoffe eben,
dass wir das Beste draus machen können. Es gibt ein neues Reglement für Hockenheim, das zum ersten Mal eingesetzt wird, eben mit diesem Stufenunterboden. Und da muss man auch erstmal abwarten, wie eben die anderen Teams reagieren. Wir haben prinzipiell auf Neuerungen sehr gut reagiert und haben meistens einen Vorteil daraus schlagen können. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit auch in Hockenheim haben werden und dadurch vielleicht die Möglichkeit haben werden, die Reihenfolge, die ja über die letzten zwei Jahre eingehalten wurde, das heißt im ersten Jahr Dritter, im letzten Jahr Zweiter, und ich hoffe dann dieses Jahr ganz oben stehen zu können, dass wir die einhalten können. Das werde ich mit Sicherheit versuchen. Das ist mein Ziel für Hockenheim, aber es wird mit Sicherheit schwer werden. Wer glaubst du, wird ein härtester Konkurrent sein? Die Ferrari sind sehr schnell. McLaren hat immer noch relativ viele Probleme. Aber Gerhard Berger und Alesi sind dir dicht auf den Fersen. Wenn man sich die Trainingszeiten anschaut, sind die Autos sehr, sehr stark. Es gibt dort einen neuen Motor. Ist das der ernstzunehmende Konkurrent hinter Williams? Also Williams ist auf jeden Fall ein bekannter, ernstzunehmender Konkurrent. Ferrari ist ein bisschen immer ein Fragezeichen, aber speziell für Hockenheim, denke ich, wird Ferrari ganz groß auftrumpfen können. Dort werden ihre Vorteile sehr gut zur Geltung kommen. Und da kann es dann auch passieren, dass wir im Qualifying eben nicht in der schönen ersten Reihe stehen werden, sondern vielleicht auch mal in der zweiten Reihe. Hockenheim hat etwas Besonderes, wenn es regnet. Wir sind viele Rennen dort gefahren, ich auch, und ich weiß, dass gerade bei einer Veranstaltung, die im Regen stattfindet, die Sichtverhältnisse dramatisch sind, weil man einfach mit sehr viel Geschwindigkeit auf die erste Schikane zufährt. Was ist da so dein Rezept? Was macht man da? Wenn man vorne steht und startet, das erste ist sehr einfach, aber an dritter, vierter oder zehnter Position ist es natürlich mehr als schwierig. Das ist ein Punkt, der mit Sicherheit in der Formel 1 immer problematischer wird. Und ich kann nur sagen, dass wenn man in einer Gicht fährt und man sieht nichts mehr, dann hat man einfach keine andere Möglichkeit, wie vom Gas gehen und abwarten, bis man wieder etwas sieht. Denn das Risiko wäre mit Sicherheit zu hoch, einfach ins Nichts hineinzufahren und stehen lassen. Und dann hat man oder könnte man eben Unfälle haben, wie wir sie letztes Jahr im Training hatten, wenn wir einen Warm-up hatten mit Derek Warwick und Luca Badoe. Und von diesen Unfällen bin ich bis jetzt noch nicht getroffen worden, weil ich einfach in solchen Verhältnissen eher tendiere, zurückzustecken, weil das Risiko zu hoch ist und nicht kalkulierbar ist. Es gibt noch einen weiteren deutschen Fahrer, der antritt in Hockenheim, Heinz-Harald Wendtner, weil er kennt euch sehr gut aus der gemeinsamen Mercedes-Zeit in der Gruppe C. Sauber ist das Team, das eine ganz saubere Arbeit abgeliefert hat in der Vergangenheit. Es gab dann einige finanzielle Probleme, aber technisch sind die Leute, glaube ich, auf dem Vormarsch. Das kann man definitiv sagen. Die Resultate, die dieses Jahr eingefahren wurden, sind mit Sicherheit beachtlich. Aber wie jedes neue Einsteigerteam stellen sich nun mal auch Sauber die Probleme der Entwicklung, die die Formel 1 übers Jahr an den Tag legt. Man sieht immer, dass die Sauber-Truppe am Anfang vom Jahr sehr gut vorbereitet ist, aber dann in der eigentlichen Entwicklung über die Saison ein bisschen Probleme hat. Aber das ist Erfahrung. Aber ich denke, dass Sauber eben die Basis hat, um den Erfolg in der Zukunft zu erzielen. Den richtigen Fahrer haben sie auch und ich glaube, da wird was draus. Ja, das ist die nächste Frage. Heinz-Harald Frentzen ist einer der ganz, ganz Schnellen in Deutschland. Und er war ja damals bei den Tests und damals bei dem Rennen, die er gemeinsam gefahren hat, auch einige Male oder zwei, drei Mal, ein oder zwei Zehntel schneller. Also man kann mit ihm rechnen. Er hat aber einige Dreher hingelegt in der Vergangenheit. Worauf ist das zurückzuführen, wenn man sich im Rennen dreht, einmal, zweimal, so, was kann man dazu sagen? Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der Heinz-Harald, das weiß jeder erst, ich glaube sein achtes Formel-1-Rennen bestritten hat und von daher in der Erfahrung noch nicht sehr erfahren ist und die noch sich einfahren muss. Und durch die Erfahrung wird man konstanter, vermeidet Fehler, das war bei mir das Gleiche. Aber der Heinz-Harald hat eben das Wichtige, und zwar die Schnelligkeit. Und darauf lässt sich aufbauen. Und ich denke, er wird mit Sicherheit in der Zukunft ein ganz, ganz harter Widersacher von mir oder gegen mich. Gibt es für dich eine ganz besondere Taktik in Hockenheim? Der Druck ist sicherlich groß, die Öffentlichkeit erwartet natürlich einen Sieg. Das dürfte auch möglich sein. In den vergangenen Jahren war das nicht unbedingt der Fall. Wie sieht da deine Vorbereitung aus? Was machst du in dieser Woche? Heute gibt es einen Termin hier und morgen gibt es einen Termin dort. Am Freitag wirst du abgeschaltet, bereitest dich körperlich, geistig, seelisch auf diesen Trainingstag vor, der sehr wichtig ist. Ja, körperlich bin ich mit Sicherheit über die ganze Saison vorbereitet. Das ist eine Sache, die man konstant durchziehen muss. Seelisch werde ich mich und mental werde ich mich auf jeden Fall am eigentlichen Wochenende auf die ganze Sache vorbereiten.
Das ist auch ein Grund, warum wir heute alle hier sind, um eben den Stress am Wochenende etwas verringern zu können und hier, wo ich doch ein bisschen weniger Stress habe, Ihnen eben die Möglichkeit zu geben, Interviews zu führen. Aber Hockenheim wird mit Sicherheit trotz alledem ein riesiges, würde man sagen, Debakel, auf das ich mich aber persönlich ganz, ganz enorm freue, da diese Begeisterung, die mir im letzten Jahr und auch im Jahr davor entgegengekommen ist, mich nicht unter Druck stellt, sondern eher motiviert. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und die macht mich mit Sicherheit in diesem Jahr noch stärker. Und ich hoffe, dass das vielleicht der Ausschlag sein kann, dass man vielleicht der Charakter, der eben für uns vom Auto her, vom Paket her nicht so passt, den vielleicht irgendwo anders wieder wettmachen kann. Das ist das, was ich versuchen werde, mein Ziel. Und ich hoffe, dass wir es erreichen können. Wenn man aber in die Gesichter schaut, der Formel-1-Piloten, die da den Computer aufs Cockpit gestellt bekommen und schauen dann so die Trainingssitzung sich an, man sieht da sehr viel Stress und man sieht sehr verspannte Gesichter. Wie konzentriert man sich denn auf diese eine Runde, die man eigentlich nur hat, um schnell zu sein? Wie oft kann man das machen? Wie oft kann man 110% geben, ohne abzufliegen? Immer mit dem Ding im Hinterkopf, ich muss einfach hier jetzt wirklich 110% geben. Es ist prinzipiell meine Einstellung, dass es keine 100% gibt. Denn 110% heißt Kiesbett für mich. Ich fahre 100% und das ist auf der Strecke. Manchmal sicherlich versucht man noch etwas mehr und das geht dann in einem Quersteher oder Rutscher, endet das, obwohl ich es generell dann immer noch kontrollieren kann, aber es verlangsamt die Rundenzeit. Von daher ist es mit Sicherheit eine enorme Beanspruchung für uns Fahrer, sich aufs Qualifying vorzubereiten. Man tut das durchs freie Training, wo man sich auf die Strecke vorbereitet und man sitzt eben da und geht die Strecke sich nochmal ein bisschen im Kopf durch. Man kennt die Autoabstimmung, man weiß, man hat neue Reifen. Diese neuen Reifen sind speziell in der Anfangsphase, das heißt in den ersten zwei Runden, speziell gut. Und diese Zeit muss man ausnutzen, da muss man seine Zeit fahren. Und da braucht man mit Sicherheit eine spezielle Konzentration für, die mit Sicherheit auch wiederum jeder anders einleitet. Jeder hat da seine eigene Verfahrensweise und meine ist einfach ein bisschen mich abzuschotten und mich auf diese Runde vorzubereiten, indem ich mir Gedanken mache, wie ist mein Auto, was kann ich erwarten, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen rausholen aus dem Auto und dann einfach ins Qualifying reingehen und versuchen, alles optimal hinzubekommen. Das heißt aber, du setzt dich ins Auto und fährst deine Runde, um die Reifen warm zu machen und dann weiß man ja, die Reifen werden in den ersten 500, 800, 2000 Metern wesentlich mehr Grip haben als am Ende, wenn man die Runde dann fast beendet hat. Das heißt, man fährt irgendwo in einen Bereich hinein, den man ja so erfüllen muss. Man weiß, man kann schneller fahren, aber man weiß nicht unbedingt, wie viel schneller. Das heißt also, das ist mit Sicherheit immer eine Sache, die man generell im Auto hat, auch über die Renndistanz. Die Reifen bauen ja immer weiter ab, der Sprit lässt nach und da hat man immer eine andere Situation im Rennauto, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorteil von mir, dass ich eben mit neuen Dingen, die ja im Rennauto in jeder Runde vorkommen, mich relativ gut darauf einstellen kann, auf die Situation, die gerade in diesem Moment passiert, versuche das 100%ige daraus zu machen. Aber der andere Punkt ist der, eben mit diesen neuen Reifen in die Einführungsrunde hineinzufahren und diese Reifen genau so vorbereiten, dass sie genau für diese eine Runde passen. Das ist eine Sache, die man im freien Training ausprobiert, wo man die Erfahrung sammelt und die dann im Qualifying versucht umzusetzen. Gibt es auch während des Trainings, während einer solchen Runde Sprechkontakt zur Box? Nein, definitiv nicht. Also in einer solchen Runde muss man sich so extrem konzentrieren, dass man jeglichen Kontakt mit der Außenwelt vermeidet und man muss sich wirklich 100% auf die Sache konzentrieren. Im Rennen ist das etwas anders, doch steht man auch nicht so unter Druck, wie eben in dieser einen Qualifying-Runde, in der alles 100% passen muss. Im Rennen bereitet man sich ein bisschen langfristiger darauf vor und ist da etwas relaxter. Wie viele Schaltvorgänge wird es vermutlich geben in Hockenheim? Darf ich vielleicht mal an die Tafel gehen, Michael? Ist das möglich? Ja, die können wir gerne mal besprechen, aber die alle zählen und aufs Rennen. Definitiv kommt man hier Ende starten, ziehe im fünften Gang an. Man biegt, das kommt jetzt ganz drauf an, wie die Veränderung der Strecke
in diesem Jahr an diesem Teil ist. Es gab immer noch einen Zusatzbereich am Außenrand, am Ausgang der Kurve, den man in diesem Jahr bewusst weggenommen hat, weil wenn etwas da ist, wo wir drüber fahren können, dann nutzen wir das logischerweise, was uns ja einen Vorteil bringt. In diesem Jahr hat sich die Sicherheitskommission, das heißt die Fahrer und auch von der FIA, zusammengesetzt und haben beschlossen, dass doch am Ausgang der eigentlichen Strecke ein Curb ist, wo die Schwierigkeit gefahren werden kann. Und dahinter wird dann auch gleich ein Kissel anfangen. Die Strecke wird dann, oder diese Kurve wird dann eben noch nicht bekannt, entweder im dritten oder wie im letzten Jahr im vierten Gang durchfahren, mit ca. 180, 200 Stundenkilometer. Wir kommen dann eben aufgrund dieser hohen Ausgangsgeschwindigkeit dieser Kurve auf die lange Gerade und auch auf die Gerade mit der höchsten Geschwindigkeit, die am Ende der Geraden letztes Jahr für die Williams-Renault bei 340 Stundenkilometer ca. lag. Wir bremsen ca. bei 80 Meter. Ich habe in diesem Jahr gesehen, dass die Unebenheit im Bremsbereich etwas stärker geworden sind, was eine ganz normale Entwicklungsphase ist von einer Strecke. Das heißt, je mehr sie benutzt wird, umso mehr arbeitet sie sich ein. Das kann natürlich bedeuten, dass wir dieses Jahr etwas früher bremsen müssen. Ich hoffe es nicht. Die Schikane an sich wird im zweiten Gang durchfahren. Eine sehr sichere Schikane, die auch eine sehr gute Überholmöglichkeit bietet. Wir beschleunigen dann gleich wieder raus im dritten, vierten, fünften bis im sechsten Gang hoch. Auch hier wieder eine Topspeed von ca. 315, 320 Stundenkilometer. Dann in die berühmte Ostkurven-Schikane, die ja sehr tolle Bilder letztes Jahr geboten hat, da sie sehr verschiedene Winkel hat und Streckenbeläge. Auch dieses Jahr, denke ich, werden wir sehr spannende Szenen dort erleben können. Sie wird im ersten oder zweiten Gang angefahren, es wird dann aber gleich wieder hochgeschaltet, da man die Leistung mit dem wenigen Abtrieb, den man ja hat, gar nicht auf die Erde bekommen kann und also auf den Asphalt bekommen kann. Und man schaltet sehr früh hoch, um dann doch die Leistung vom Motor auszunutzen und die Räder nicht zu arg durchdrehen zu lassen. Die Kurve, bevor wir auf die dritte Bremsschikane kommen, wird voll durchbeschleunigt, also das ist kein Problem für uns. Im Regen ist es etwas trickreich, da es doch sehr rutschig ist. Wir kommen dann hier, wie gesagt, auf die dritte Bremsschikane an, die wir auch wieder im sechsten Gang anbremsen, die in diesem Jahr geändert worden ist. Vielleicht können Sie es erkennen, wir haben hier diese Linie. Im letzten Jahr war es eine vierte Gangschikane, sehr zügig, würde ich sagen, mit ca. über 200 Stundenkilometer. Wir haben im letzten Jahr auch Abflüge von, ich glaube, Gerhard Berger und Luca Badoe gesehen. Das war für uns der Grund, in diesem Jahr zu entscheiden, dass wir entweder eine wesentlich größere Auslaufzone hier in dieser dritten Schikane benötigen, um sie sicher zu machen. Dadurch nicht die Möglichkeit war, weil wir einfach zu viele Bäume hätten wegnehmen müssen, haben wir uns entschieden für eine Version wie in der ersten Schikane, die zwei Vorteile bietet. Zum einen bietet sie wesentlich mehr Sicherheit, zum anderen bietet sie eine neue zusätzliche Überholmöglichkeit. Ausbeschleunigen wieder, oder vielmehr die Kurve, Schikane wird im zweiten Gang angefahren und gleich wieder hoch im dritten, vierten, fünften, sechsten. Wir kommen dann in den Bereich Motordrom-Eingang, in dem hier dieses Jahr ein neues Kiesfeld eingerichtet worden ist, was speziell im Nassen sehr, sehr wichtig ist, da die Wiese doch eben einem keinen Schutz bietet. Auf der Wiese, auf der Nassen rutscht man bekanntlich noch viel schneller wie eben im Normalfall. Deswegen gibt es hier ein Kiesfeld. Die Kurve an sich ist alles ganz normal geblieben. Sie wird im dritten Gang gefahren, auch wieder so ca. 180 Stundenkilometer. Die Einfahrt ins Motordrom ist natürlich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn man da reinkommt, die Atmosphäre vom Publikum mitbekommt, dann kann ich nur sagen, also dieses Gefühl würde ich jedem wünschen. Das ist eine fantastische Situation. Aufbeschleunigt noch mal kurz den vierten, fünften Gang. Sachskurve wird bei ca. 50 Meter angebremst, runter in den zweiten Gang. Beim Rausbeschleunigen ist es wie auch in den anderen Schikanen das Problem, die Leistung, die man hat, in einem Formel 1 auf die Strecke zu bringen. Die Reifen werden hier in diesem Bereich, im ganzen Motodrombereich, sehr stark beansprucht, da wir eben die Kompromisslösung brauchen, für die langen Geraden so wenig wie möglich Flügel zu fahren, aber dann doch genügend Grip zu haben für den Motodrombereich. Dadurch werden die Reifen sehr stark erhitzt und haben sehr viel durchdrehte Räder. Diese Schikane durch den dritten, vierten Gang durchfahren. Es wird dann hier wieder runtergeschaltet in die erste Südkurve im dritten Gang, das heißt die Senke hier, rausbeschleunigen, im dritten Gang wird geblieben und dann wird ins Motorrom eingekurbelt und hoffentlich mit einer guten Qualifikationsszeit, die man dann über Start und Ziel beendet.